bin ich einigermaßen entsetzt darüber, wie meine Kollegen Politiker sich hier als Schauspielhansel aufführen. In unserem Land braucht es an der Spitze der politischen Verantwortung Politiker. Und keine Schauspieler. Ich bin ja gerne bereit, bei diesem Filmprojekt mitzuwirken. Aber ausschließlich und allein in der Rolle des Politikers. Die Schauspielerei habe ich nicht gelernt. Ich kann es nicht. Das Einzige, was uns Politiker mit der Schauspielerei verbindet, das ist die Situation bei der Rede vom Volk. Da muss der Politiker mit der Sprache brillieren können. Und wegen dieser Brillanz, da habe ich einen Jahrhundertsatz überhaupt nicht nötig. Der wahre Könner reduziert die Sprache auf ihren Kern. Und der Kern der Sprache des Politikers ist das... Das ist die Jahrhundertsilbe meiner rhetorischen Finesse schlechthin. Das ist meine stärkste rhetorische Waffe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ein vorlauter Journalist mir eine Frage stellt, die mir, also die mich nicht, dann sage ich... Und noch einmal, vielleicht sogar noch einmal, so lange, bis der impertinente Frager seine eigene Frage vergessen hat. Mein wirkt quasi wie eine Löschtaste auf der Gehirn, der Matrix des lästigen Fragers. Ich vergleiche meine Technik auch gerne mit der fernöstlichen Kampftechnik der Shaolin-Mönche. Wieder fernöstliche Kampfschrei des Kämpfers, der sogenannte Kiai, wirkt. So wirkt auch mein lähmend auf den Gegner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ein Kandidat bei Wer wird Günther Jauch, Wer wird Millionär einen Telefonjoker setzt, dann hat er circa 20 Sekunden Zeit für die Antwort. Nein, dagegen, das bedarf mehrfach potenziert, das sogenannte Periode, verschafft mir den intellektuellen Freiraum für jedes meiner historisch längst legendär gewordenen geistigen Wendemanöver auf kleinstem Rahmen.